Auf der A7 bei Winsenluhe sind Polizeihauptkommissar Peter Schilling und Polizeioberkommissar Steffen Marquardt im Einsatz. Sie halten einen slowenischen LKW an, der bei voller Fahrt Eisplatten von seinem Dach verloren hat. Hallo. Moin, sprichst du Deutsch? Ja, ein bisschen. Okay, zum einen eine Kontrolle und zum anderen, du hast Eisplatten verloren. Die sind runtergefallen vom Auflieger und haben einen PKW beschädigt. Zwischen Tisopo und Galsdorf. Ich verstehe alles. Ja. Was ist Problem? Ja, Problem. Was ist Problem? Problem? Platten, Eisplatten auf dem Auflieger. Eis. Aha. Ist runtergefallen und PKW? PKW kaputt. LKW kaputt. PKW. Kleines Auto. Wo ist das kleine Auto? Kleines Auto steht hinten, weiter weg. Gib mal bitte Führerschein, Fahrzeugschein, Ausweis. Normalerweise hätte er, bevor er losfahren sollte, einmal oben raufschauen müssen, um das dann zu vermeiden bzw. runterzumachen. Dieser Pflicht ist er letztendlich erstmal nicht nachgekommen. Und von daher müssen wir gleich mal beratschlagen, welche Strafe er kriegen könnte. Es gibt nicht nur einen, sondern sogar zwei Zeugen, die ebenfalls LKW-Fahrer sind. Ich habe jetzt die Personalien von den beiden Herren aufgenommen. Die haben also deutlich gesehen, wie richtig große Eisplatten von dem Auflieger geflogen sind und in Richtung PKW. Und der PKW soll die voll abbekommen haben. Wir haben jetzt von dem Fahrzeug am PKW noch keine Meldung, wie da die Schäden sind. Aber es ist natürlich super, wenn wir solche Zeugen haben. Wir haben gesehen, dass auf der Autobahn sind wir hinter dem LKW hergefahren. Und wir haben in weiter Ferne gesehen, dass so circa 1 Meter bis 2 Meter große Eisplatten von dem Auflieger geflogen sind und dass dieser PKW halt die voll mitgenommen hat. Den beiden LKW-Fahrern ist wichtig, dass nicht ihre ganze Branche in Verruf gerät. Es fällt ja nicht auf den LKW-Fahrer, es heißt ja die LKW-Fahrer. Wir werden in dem Fall werden wir alle über einen Kamm geschert. Da heißt ja nicht, der LKW-Fahrer hat seine Abfahrkontrolle nicht durchgeführt, es heißt hier wieder die LKW-Fahrer. Und in dem Moment sitzen wir alle im gleichen Boot. Es machen 5 Mann ihre Arbeit gut, einer macht sie nicht gewissenhaft wie der Kollege, leider. Aber es werden alle über den gleichen Kamm geschert und es sind immer die LKW-Fahrer. Ja, wie der Herr Wachtmeister uns gerade mitteilte, ist ja zum Glück nur Sachschaden. Wir hätten auch die Platte abkriegen können, irgendwie in eine Scheibe oder was weiß ich. Also so soll es eigentlich sein, ne? Also jeder ist ja so ein bisschen auch im Straßenverkehr auf die Mithilfe oder auf das Aufpassen des anderen angewiesen. Das gilt im normalen Verkehr halt genauso wie bei solchen Vorfällen. Und wenn man was sieht, dann soll man ruhig den Mumm haben und zumindest die 110 wählen. Der LKW-Fahrer, der sieht das jetzt natürlich alles nicht so ganz ein. Weil er es wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt hat. Und von daher ist es für ihn jetzt schwierig. Er telefoniert wahrscheinlich mit der Halterfirma. Dass er es nicht mitgekriegt hat, also das glauben wir ihm auch. Weil das merkst du nicht. Wenn du es nicht wirklich selbst im Spiegel siehst, okay, er hätte eine Abfahrkontrolle machen müssen, was er nicht korrekt ausgeführt hat wohl. Aber mitkriegen tust du es nicht da vorne. Kein Schuldbewusstsein bei dem slowenischen Fahrer. Er telefoniert mit seinem Chef. Ich habe wo ist Platz für Heiß? So, wo ist verloren? Wo? Wie wo? Wann du das verloren hast? Zwischen Tisopo und Galsdorf. Ruf deinen Chef an. Mann, ey. Und? Er ruft seinen Chef an. Der Fahrer wirkt überfordert. Sein Chef versteht die Situation nicht. Jetzt übernimmt Peter Schilling. We have two people who said that the ice is falling down from the top of the trailer. Two. This is your trailer.
This is your trailer. Now your driver has to pay. Wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit muss der slowenische Fahrer vor Ort ein Bußgeld bezahlen. Also für den Fahrer kostet das 145 Euro, das ist das Regelbußgeld, die er bezahlen muss hier als Ausländer vor Ort. Weil wenn er weg ist, können wir da nichts mehr eintreiben. Wie nach jedem Unfall interessieren sich Peter und Steffen für den technischen Zustand der Fahrzeuge. Und siehe da, ein Reifen des Aufliegers hat einen Schaden. So, jetzt habe ich hier gerade im Vorbeigehen noch bei der Überprüfung festgestellt, dass wir hier so eine richtig schöne kleine Beule im Reifen haben. Also einen massiven Geweberiss. Da kann also jeden Moment der Reifen platzen bzw. hier an der Seite aufreißen. Das muss er jetzt also vorher noch wechseln. Inwieweit man ihm das vorwerfen kann, müssen wir jetzt mal sehen. Ob das vielleicht schon ein Altschaden war, das würde ich ihm jetzt nicht noch zwangsläufig zuordnen. Aber so kann er natürlich nicht weiterfahren. Das heißt, das kommt jetzt auch noch auf ihn zu. Entweder er muss es selber wechseln. Es ist bei Fahrern aus diesen Ländern oftmals so. Oder er muss halt einen Reifenservice hierher bestellen. Das müssen wir gleich regeln. Auch das Problem mit den Eisplatten auf dem Dach ist noch nicht geklärt. Warst du denn drauf? Vorher geguckt? Ich guck. Ja. Ja. Wo denn? Wie denn? Mit was? Parli italiano, no? No. No. Wie hast du geguckt? Komplett ist ja. Eis jetzt. Okay. Aber keine, wenn er weg, ja. Minus eine Stück, okay? Ja. Keine. Ja, alles weg. Ja, Chef. Alles weg. Keine Chance, Chef. Ich gucke. Ja, ist gut jetzt. Also, okay. Feierabend. Reifen, neu. Ja, jetzt in Slowenien. Nee, nicht in Slowenien, hier. In Slowenien geht nicht. Das ist gefährlich. Wenn der Reifen platzt, boom, und dann? Ich verstehe. Ja. Aber verstehen meine Kappe, war da Kamionkatastrophe. Ja, Kamionkatastrophe, glaube ich gerne, aber das nützt uns nichts. Jetzt? Hast du Reserverad? Reserve. Oder sieht genauso aus wahrscheinlich, ne? Nee, da passt doch nicht, das ist doch einer von denen, oder nicht? Auch mit Kamion. Ich glaube nicht. Ja, dann Chef anrufen. Ja. Wieder anrufen. Habe ich Chef aber schon gesagt, das Reifen kaputt. Ja, gesagt. Eigentlich müssen die geladenen Papierrollen nach Baden-Baden. Doch der Transport endet hier. Ihm wird jetzt die Weiterfahrt untersagt, bis er den Mangel behoben hat. Wenn er das jetzt hier vor Ort nicht gleich machen kann in unserem Beisein oder wir ihm das jetzt vor Ort nicht so glauben, denn wenn wir hier wegfahren, dann da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Dann wird sein Chef sagen, fahr weiter, ist ganz egal, was Sie sagen. Wenn wir weg sind, sind wir weg. Also da müssen wir schon aus Gründen der Sicherheit, es geht ja jetzt hier nicht darum, dass wir einen Spaß dran haben, sondern das ist ein Mangel, der die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt. Der Reifen kann jeden Moment kaputt gehen und dann liegt er im Graben. Also von daher mit seinen 21 Tonnen Papier hinten drauf ist das ein richtiges Geschoss. Ne? Also so können wir den nicht ziehen lassen. Rufst du an? Oder Chef ruft an? Hier, ja. Polizei. Ja. Da, Telefon. Ja. So, wenn Reifen okay, wenn alles fertig. Wenn alles fertig, anrufen, wir kommen, bringen Papiere, ja. Dann weiterfahren. Vorher Chef, nicht weiterfahren. Kann ich noch 5 Minuten warten, meine Chef ruft. Ja, wir warten noch 5 Minuten. 5 Minuten. 5 Minuten, und? Setz dich rein da. Ja, also es wird jetzt so laufen wie angedroht. Wir werden ihm jetzt die Papiere abnehmen, weil wir hier nicht unendlich warten können. Er wird über seinen Chef irgendwas regeln mit dem Reifen. Und dann wird sein Chef oder er bei uns auf der Wache anrufen. Wir bringen ihm seine Papiere zurück. Bis dahin hat er vielleicht auch Geld auf seiner Karte und kann sein Bußgeld bezahlen. Und dann kann er weiterfahren. Also ist eine langwierige Sache, aber anders können wir das jetzt hier nicht lösen. Der Fahrer hat kein Geld dabei, wartet selbst seit Wochen auf seinen Lohn. Also wir nehmen ja deine Papiere mit. Ja.
Und wenn der nicht gewechselt ist, ja, brauchst du nicht bei uns anrufen. Die verstehen alles, no? Aber verstehen, ja. Deutsch, aber... Genau. Ja, aber Chef wird schon dafür sorgen. Der hat ja Papier da hinten drauf, Ladung drauf. Und der muss es ja auch zu einer Zeit wegbringen, von daher... Ich weiß, Chef, no? 2 Minuten. Diese ist meine Disponenz, sprich. Ja. No? Jetzt rufen Chef, mein Boss. Große, ja? Boss. Okay. Du hast viele Chefs, ne? Große Boss. Du hast viele Chefs. Ja, man hat natürlich das Gefühl, Mensch, das ist ein ganz armes Fürstchen, in Anführungszeichen, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Er ist hier das letzte Glied in der Kette und er wird jetzt hier für alles verantwortlich gemacht. Sein Chef und sein Disponent, die sitzen in Slowenien und sitzen da schön warm, weich und trocken und fordern jetzt von ihm irgendwelche Maßnahmen, die er gar nicht durchführen kann. Er soll einen Reifen wechseln, ohne dass er ein passendes Reserverad hat und er hat kein Geld. Also, er ist jetzt hier wirklich total aufgeschmissen und aus diesem Grund werden wir ihn jetzt zur nächsten Raststätte begleiten. Das ist das Letzte, was wir dann für ihn noch tun können. Da kann er sein Fahrzeug dann abstellen, da kann er dann aber auch mal eine Toilette benutzen und sich mal aufwärmen, wenn es ihm zu kalt wird, gerade bei diesen Temperaturen von -5 bis -10 Grad, sogar nachts. Da können wir ihn hier nicht auf so einem Parkplatz stehen lassen. Fast 2 Stunden hat die Aufnahme des Falls gedauert. Für den Fahrer aber noch schlimmer. Die Maßnahme wirft seine Planung um Tage zurück.